Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Vampire the Masquerade Bloodlines Teil 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, mir war das ein bisschen zu blöd und ich habe mal nachgeschaut, was man machen muss. Und es ist tatsächlich so, wir müssen die Dinger da einfach abschießen. So einfach ist es. Ich habe schon ein paar Mal draufgeschossen, aber das hat einfach nicht gelangt. Einfach mehr draufschießen oder eine andere Waffe nehmen. Oh, das ist ja ein toller Tod. Tolles Anfang. Wir sterben gleich hier. So. Ja, dann suchen wir uns doch mal eine schöne Waffe aus. Wie wär's mit der hier? Gehen wir mal hier drauf. Aua. So. Das Ding ist weg. Sieht man jetzt auch. Man hat's gehört gehabt und man sieht's auch. Considerable mental and physical acumen. And I'm quite perplexed how something that should be dead can display such strong survival skills. Let's begin the final test. Okay. Step into the next room. Nächster Test. Und ich schätze mal, da können wir vielleicht auch wieder was machen mit Abschießen. Stand by. Run a check on the extinguishers one more time. I've already determined fire is a weakness of your kind. I would like to know more about the psychological effect it has on you and how it may be exploited. Okay. Ja, ich habe da schon eine Ahnung, was wir machen können. Nochmal speichern, dann gehen wir rein und dann machen wir eine kleine Explosion. Die Tanksterne können wir doch bestimmt zum Explodieren bringen. Ha! Ja. Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich. Ja, Schusswaffen, das ist einfach nicht so meins hier. Hier durch? Jawohl. Yay. Ich sollte da vielleicht aber auch Geschwindigkeit reinmachen und Dings noch reinmachen und uns dann holen wir uns erst einmal das hier. Stellen wir schnell ein. So. Können wir nicht wahrscheinlich, nee. Der ist zu. Oh, da fliegen die Kugeln noch. Ich bin eigentlich, glaube ich, durch die Kugeln durchgelaufen. So. Ja, jetzt wird's lustig. Da war doch noch einer, der rumgelaufen ist. Versuchen wir mal, den bisschen Blut zu trinken. Hier kommen wir, glaube ich, nicht rein, ne? Ja, damit habt ihr jetzt, glaube ich, nicht gerechnet. Ah, doch. Warte mal. Kommt man nicht hier durch. Ich hätte gedacht, vielleicht ist da noch was drin. Aber anscheinend. Doch.
mit ein wenig Waffengewalt. Und wie es hier in diesem Spiel, in diesem Level üblich ist, ja. Da geht's aber auch nicht rein. Gibt's hier überhaupt hier was drin? Ja. Da drückt der Kelch des Hasses. Ha. Wir haben ihn. Wir haben den letzten Gegenstand. Ich dachte doch, hier gibt's bestimmt irgendwas drin. Ha. Aber das war vor allem, dass wir da nicht mit einem Schwert so durchkommen hier. Finde ich schon etwas krass, dass wir da nur mit Dings durchkommen. Das finde ich ziemlich krass. Aber na gut, was soll's. Jetzt geht's weiter. Wir müssen immer noch Barabbas finden. Und hier ein paar... My employer's punishment for your escape would be 1,000 times more painful than anything you could devise. I refuse to give you the satisfaction. Ganz ehrlich gesagt, ich habe den getötet, während er geredet hat. So, du bist auch weg, du bist kein Unschuldiger hier. Schlüssel kommen auch mit. Ja, das ging jetzt schnell, das war mal ein schneller Endkampf. Sie haben den Mandarin getötet, sie müssen Barabbas finden und befreien. Ja, das machen wir doch auch glatt mal. Ich glaube, da hinten ist er auch schon. They get you too. I've got no excuse. A Nosferatu getting caught by a bunch of humans. This is a new low. Du bist Barabbas, ja? Du bist Barabbas, nehme ich an. Gary hat mich geschickt, um dich zu holen. Lass uns abhauen. Wait, we can't go yet. There are servers here. We need to hack in and delete all of their research. Should be a mainframe on this floor. Das überlass nur mir. Der Computer, den ich nicht knacken kann, muss erst noch gebaut werden. Let's check the computers. Anything on Kindred needs to get wiped. Anyone interferes, you leave them to me. Grrr. If I tore the lungs out of everyone in this place, it still wouldn't feel like revenge. Ja, lass uns die Dateien löschen gehen. Ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn sehr gut verstehen hier. So, Sie haben Barabbas befreit. Komm in meinen Salon, es ist fertig. Diese Quest ist fertig. Sehr schön. Ein Spion für den Spion. Ah ja, Sie haben Barabbas vor dem Syndikat gerettet. Finden Sie das öffentliche Telefon draußen und warten Sie auf Garys Anruf. Deswegen war Spion für den Spion noch drin. Das war noch gar nicht fertig. Ja, okay. Da stand nur noch ein falscher Text drin. Ja, okay. Das heißt, es war gar kein Problem, gar kein Bug oder so. Es war nur ein bisschen verwirrend. So, speichern mal und dann schauen wir mal, was wir machen können. Hey, stop right there. Hey, stop right there. Hey, stop right there. Sag mal da, Büroschlüssel. Das ist immer gut. So. Passwort. Wissen wir leider nicht. Noch nicht jedenfalls. So, Computer. Sehr schön. Den benutzen wir jetzt mal. Türsteuerung. Türsteuerung. Und das haken wir mal mit Fertigkeit 8. Müsste es doch gehen. Let's go.
Und da haben wir auch schon den Serverraum, wie es aussieht. So. Daten Spezies X. Das wird alles gelöscht. Löschen. Datenbank gelöscht. Türcode. Hoppala. Wow. Den wollte ich eigentlich noch aussaugen. Ja, okay. Geht's hier vielleicht auch noch irgendwo? Ah, ja. So, lass uns mal unseren Blutvorrat wieder ein bisschen auf... Hey! Spinnst du jetzt? Stufe 10, okay. Hier hinten vielleicht noch irgendwas? Ah, nee, da kommen wir ja her. Alles klar. So, aber jetzt halt nochmal von vorne. Türcode. Code 7337. Dankeschön. That was the last of them. Let's get out of here. Du musst sofort mit Gary in Kontakt treten. Er muss erfahren, dass mit dir alles in Ordnung ist. Will do. And thanks. Whoa. Oh. Habe ich jetzt Gary umgebracht? Dings umgebracht? Nee. Gut. So. Kein Dialog im Kampf möglich und er folgt uns immer noch. Ich würde gerne wissen, ob wir auf die andere Seite jetzt auch noch irgendwie reinkommen hier. Ach, da gab es gar keinen Code, gell? Und da brauchten wir 10. Wenn ich den Mantel auslege, haben wir, glaube ich... Ja, wir können das so machen. Mit Blutmacht müssten wir doch jetzt auf 10 kommen, genau. Ich will nämlich auch noch wissen, was dahinter ist. Was? Achso. Hier gibt's doch bestimmt auch noch irgendwas. Oi. Inventar voll. Offizielle Tipps. Richtig zuschlagen, nicht schlucken, Erstickung. Inventar voll. Ho. Unser Inventar ist voll. Ach du Scheiße. Können wir verschiedene Sachen vielleicht wieder ablegen? Ja, tatsächlich, das geht. Okay, was legen wir denn ab? Mumientalisman, den Ring könnten wir ablegen. Das Glemmbrett brauchen wir, glaube ich, hier definitiv nicht mehr. Das Hauptbuch brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. So. Gegenstand, offizielle Tipps. Sie brauchen mindestens Recherche von 9, um den Gegenstand zu benutzen. Wow. Recherche haben wir nur 6. Naja, gut. Egal. Ah, genau. Rechner natürlich noch. E-Mails. Gut. Status von Priesterin. Wie ist der Status des Projekts? Ihnen wurde letzte Woche ein neues Subjekt geliefert. Sie wissen, was für Folgen es hat, wenn ich bis ans Ende des Monats keine Ergebnisse habe. Und von Priesterin Fortschrittsbericht. Artikel 2. Die Eliminierung von Wong Ho steht kurz bevor. Seine Tochter Kiki wird gemäß Artikel 2a ebenfalls liquidiert. Das sollten wir denen unbedingt nochmal sagen. Ich hoffe, das geht jetzt, nachdem wir das gelesen haben. Ich konnte es ja nicht ausdrucken oder so, oder? Moment. Konnte ich das irgendwie ausdrucken? Nee, konnte ich leider nicht.
Aber ich hoffe, dass ich Ihnen das sagen kann. Und dann lasst uns verschwinden. Das hat sich ja schon gelohnt, das Buch. Okay. Vielleicht nicht unbedingt das Allerbeste. Aber... ja. Wahrscheinlich schon ganz gut, aber dazu müssten wir einiges anderes noch gesteigert haben. Dafür. Telefon! Hallo? Ah, jetzt geht's. Ging komischerweise gerade nicht mehr. Hallo? Are you interested in saving money on long distance calls? You done real well bringing our boy back. I got your info, hero. Ja. The same information I gave your prince, I also traded to the Giovanni for a bit of juicy gossip. You both had an equal opportunity to take it. They just had a bit more initiative. Die Giovanni? If you're going to play jihad, you need to do your homework. Knowledge is power and power has a price. But seeing as how I've already got what I want from them, I'll give you a freebie. Erzählen Sie mir von den Giovanni. Oh, you're going to love this. They've got skeletons in their closet. Literally. I should have played the cat skills. Incest, organized crime, death cults. Giovanni, Spaghetti and Corpses, Boss. Verraten Sie mir ein Geheimnis über die Giovanni. In Karin's sarcophagus isn't the only occult item they're hoarding. I hear they've got a collection that'd make Aleister Crowley come back from the dead. That is, assuming he isn't already sitting on a shelf somewhere over there. Sagen Sie mir, wo die Giovanni finden kann? Oh, I'll tell you. And if you're foolish enough to go there, well, don't say I didn't. Have a mansion in the city. I'll draw you a map. They're having a reunion. Anyone who isn't a Giovanni shouldn't get within 50 yards. Okay, danke. Sieht aus, als wäre das mein nächstes Ziel. Am I the only one who saw this coming a million miles away? Scheint so. You get 'em, boss. You give 'em one for Gary. If you should survive and ever need any information. Come back and see me. I'm always here and everywhere. Okay. Ich werde es mir merken. Bis dann. So. Wir brauchen noch ein bisschen Blut, habe ich einen Eindruck. Ja, auf jeden Fall, Gary hat sie darüber informiert, dass der Sarkophag im Anwesen der Giovanni ist. Es ist Zeit, ihn zurückzuholen. Komm in mein Salon, sie haben Barbarus befreit. Das ist ganz gut, da müssen wir nämlich zu den Giovanni, mussten wir nämlich sowieso, und zwar für diese Quest. Da mussten wir für die Pischer was holen, da ist ein Buch im Anwesen der Giovanni, wo wir hin mussten. Gary hat sie informiert, dass der Sarkophag im Anwesen der Giovanni ist. Er hat ihnen sogar eine Karte gezeichnet. Wie süß. Ja, soweit hier dazu. Spion über den Spion ist auch fertig. Sie haben Barbarus von den Fuf-Syndikat gerettet und Garys Anruf erhalten. Passt. Ja, passt. Sehr gut. So. Schaut gerade jemand zu? Nein? Hat keiner gesehen. Dum-di-dum-di-dum. So, dann gehen wir mal zu Hu Wong und erzählen ihm, dass er auf einer Liste steht, dass die ihn tot sehen wollten. Falls es überhaupt noch wichtig ist, sagen wir es mal so. Und dann können wir auch gleich probieren, ob wir mit dem Dings reden können. Mit dem einen Typ da drin, den Kontaktmann von diesem Dämon. Oder ob wir unsere Fähigkeit im Überreden auf 10 steigern müssen. Genug Punkte hätten wir jedenfalls. Ich spare mir das jetzt erstmal auf. So ein bisschen. Ja, genau. Reden wir erstmal mit Wu Hong, aber machen wir in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.